Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Quest. Ich habe einerseits offscreen gerade nochmal zwei Level gemacht und ein bisschen Belohnungen abgeholt und so. Und auf der anderen Seite habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Und ich habe gelesen, dass genau das, was ich erwartet habe, tatsächlich der Fall ist und Pokémon Quest in nächster Zeit auch für Smartphones rauskommen wird. Was ja gut, es war abzuwarten, aber es ist tatsächlich, ja, es ist, wurde schneller bestätigt, als ich dachte, dass es bestätigt wird. So, schauen wir mal, was unsere erste Suppe für neue Pokémon unlockt. Was ist das? Was war das? Ist das ein Schlurp? Es ist ein Schlurp. Oh, das ist auch Level 15. Damit kann man doch bestimmt auch mega gut trainieren, oder? Weil Schlurp ist jetzt nicht das Pokémon, das ich gerne in meinem Team hätte. Komm, pack mal direkt eine neue Suppe rein. Hab offscreen auch ein bisschen Belohnungen abgeholt. Also hier Achievement-Belohnung, deswegen habe ich auch wieder hier. Wir haben. Unsere Batterie ist tatsächlich überladen. Wir haben 7 von 6. So, jetzt will ich ganz kurz gucken. Wie ging das mit dem Training? Das war hier, gell? Genau, Training. Und wir trainieren mal Evoli mit Schlurp und komm, Radfratz, hauen wir, okay, das bringt gar nichts, hauen wir da auch noch rein. Boah, so gut, wie es einfach alles umhaut. Und Evoli kriegt tatsächlich ein neues Feld. Ich bin mal gespannt, wie wir nachher Evoli entwickeln können. Ob wir da auch die entsprechenden Steine kriegen oder ob das. Na, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Story vorkommt. Weil wir ja auch die Wahl zwischen den Startern hatten. Und ja auch die anderen Starter hätten wählen können. So, wir haben 86er. Packen wir hier mal rein. Warum ist Evoli. Ich bin auf Vulpix. Ich bin klug. Ich wollte natürlich auf Evoli gehen. Guck mal, hier haben wir noch so ein 97er. Komm, geh da rein. Zack. Wunderbar. Wollte ich nicht gerade eben noch irgendwas machen? Ich wollte gerade eben irgendwas noch machen. Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch. Wir haben 21... von 20 Steinen. Das heißt, wir müssen tatsächlich unsere Box erweitern. Aber das können wir ja machen. Das kostete ja nur 50 von den. Nee, das ist die für Freunde. Dann brauche ich die hier. Kostet die jedes Mal nur 50? Das wäre löblich. 40 von 300. Ja, tatsächlich. Das ist okay. Damit kann man, glaube ich, leben. Schätze ich. Oh. Und wir haben neues Achievement. Erster Eingang. Ich hab doch schon. Ach, egal. Egal. Und Nebenaufgaben. Einmal Bingo. Einmal Bingo in einem Amulett setzen. Was? Was für ein Ding? Gesundheit. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die ich geschafft habe. Ja. Nicht hinterfragen. Mach einfach, was das Spiel dir sagt. Und dann ist alles okay. Ich habe übrigens festgestellt, während ich das gemacht habe, dieses Vulpix ist verdammt stark. So, auf geht's. Gehen wir hier mal ein bisschen tiefer in den Wald rein. Pokémänner gesichtet. Blutzuck und Knofensa. Ich finde es übrigens teilweise richtig anstrengend, wenn Leute nicht in der Lage sind zu lesen. Weil sich richtig viele jetzt schon wieder über das neue, über Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli aufregen, weil sie nicht in der Lage sind zu lesen und denken, das wäre das neue Hauptspiel. Dabei hat Nintendo im selben Post geschrieben, in dem sie den Trailer auf Twitter gepostet haben, dass ein Pokémon-Hauptspiel in der zweiten Hälfte, in der späten zweiten Hälfte 2019 rauskommt. Und, Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli kommen
2018 raus. Was ja schon heißt, dass es keine Hauptspiele sind. Und trotzdem gibt's halt Leute, die rumnörgeln, von wegen, das ist nicht das Spiel, das wir haben wollten und so, weil die einfach nicht in der Lage sind zu lesen. Leute, lest doch bitte zuerst, bevor ihr euch über irgendwas beschwert. Meine Güte. Musste ich mich auch wieder durch zahllose Kommentare schlagen. Ach, es ist... Ja... Wie hat Albert Einstein damals schon gesagt, es gibt zwei Sachen, die unendlich sind. Das, der Weltraum und die menschliche Dummheit. Aber beim Weltraum bin ich mir nicht ganz so sicher. Es ist, unfassbar. Aber genug über die Menschheit gerantet. Mehr Pokémon gesichtet. Relaxo, dreh mal um. Es ist, wie Relaxo einfach im Sitzen da durchrobbt. Aber guck mal, wie viel Schaden Vulpix macht. Wenn es nicht gerade Brüller einsetzt. Was es wohl sehr gerne mag. Aber ansonsten macht es... so viel. Wo kommen denn die Mirapla auf einmal her? Das ist wie so eine Unkrautplage. Da ist jetzt schon wieder... Warum setzt du Brüller ein, Vulpix? Kannst du bitte... Danke, Glut einsetzen. Das ist ein bisschen nützlicher. Und wenn wir jetzt... Jetzt kommen wir nämlich zum großen Pokémon. Jetzt gehe ich mal wieder runter vom Automatischen. Was ist denn das große Pokémon hier? Ein Ultragaria. Es erinnert mich ja immer an den Anime. Damals, als James ein Ultragaria hatte. Komm, Drehschflegel und du Giga stößt mal und Vulpix, mach mal vier Feuer. Als James ein Ultragaria hatte und es ihn die ganze Zeit verschluckt hat. Aber James ist ja ein Mensch, obwohl er bei Team Rocket ist, er ist ja immer gut zu seinen Pokémon. Was ich persönlich sehr beeindruckend finde. So, hier knuddel mal ein bisschen. Evoli lebt auch gleich wieder. Gut, das Ultragaria ist jetzt nicht sonderlich schwer, würde ich behaupten. Eigentlich kann ich da auch wieder auf automatisch stellen. Ist ja eh, komm, hier. Das haben wir gleich. Ultragaria macht komische Geräusche, ist es kaputt? Es scheint schlechten Empfang zu haben. Und, zack, fertig. Und das war ein goldenes HP-Upgrade, oder? Was ich da gerade eben gekriegt habe. Level 10 für Relaxo, auch wunderbar. Ja, Härtestein 92, Geschwindigkeit plus 18%, Volltrefferschaden plus fast 8% und Erholungszeit nach K.O. minus 11%. Das ist ein krasser Stein. Das wirkt tatsächlich sehr gut auf mich. Das wirkt sehr stark und wir haben... Moment, ist das beides fertig? Nee. Ist beides noch am Kochen. Ich dachte schon, wir haben schon wieder ein neues Achievement. Mensch. Das geht recht schnell. Giftforschung, kommen können wir abholen. Jetzt ist die Frage, ist es so gedacht? Wir sehen ja, dass der Levelanspruch hier recht schnell steigt. Ist es so gedacht, dass wir hier hin und her pendeln? Ich denke mal, ich werde hier zum Zickzackfluss mal ein bisschen hin und her pendeln. Dass wir halt... Ja, es ist jetzt halt... Oh, Carpador. Die sind bestimmt schwer zu besiegen. Nicht. Oh, aber ich mag Carpador. Carpador sind toll. Muss auch letztens voll lang nachdenken, weil ihr mich gefragt habt, was meine Lieblings-Pokémon sind. Und eigentlich... Oh, Fleckmon sind auch cool. Es gibt eigentlich überhaupt keine Pokémon, die ich besonders... mag. Es gibt ein paar Pokémon, die ich nicht so mag wie die anderen. Und es gibt natürlich ein paar, die ich ein bisschen mehr mag. Aber es gibt halt... Ich habe keinen so absoluten Favoriten. Klar, ich bin ein absoluter Glurak-Freund, aber es... Ich glaube, du bist kein richtiger Pokémon-Fan, wenn du Glurak nicht liebst. Glurak ist toll. Was ein Pokémon ist, was ich sehr mag, was nicht jeder mag, ist Loturzel. Also ich bin... Also ich mag Loturzel echt richtig gerne. Oh, mehr Pokémon, mehr Goldini. Die aus irgendwelchen Gründen übers Wasser kriechen, aber nicht hinterfragen, ne? Einfach
einfach so hinnehmen. Loturzel finde ich richtig cool. Also das ist ein Pokémon, das ich echt gern mag. Aber sonst, ich weiß es nicht. Sonst sind es halt so die Klischee-Pokémon, die ich mehr mag als die anderen. So Lucario, Zoroark, ne? Das, was halt jeder so. Das. Oh! Guck mal, Krabby. Goldig. Es ist halt die Pokémon, die ich besonders gern mag. Das ist langweilig. Sonst hätte ich da ja auch schon öfter drüber gesprochen, aber meine Vorlieben an Pokémon sind jetzt nichts Spezielles. Und Lamos ist hier das starke Pokémon. Glut wird hier vermutlich nicht so viel bringen, schätze ich mal. Aber es ist halt trotzdem besser als Brüller. Da, hier, knuddel dich mal durch. Hashtag Community-Liebe. Und du, Feuer, und hier, Relaxo, weiter knuddeln. Liebe sie zu Tode, Relaxo. Liebe sie zu Tode. Und da war nur noch Lamos übrig. Bin jetzt gerade auch übrigens fleißig am Vorproduzieren. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich nicht gleich auf irgendwelche Kommentare antworte. Ich bin nämlich zum Zeitpunkt, wo das Video hier rauskommt, bei Rock im Park. Und werde vermutlich irgendwo auf dem Zeltplatz liegen. Weil es zu früh ist, um auf einem Festival aufzustehen. Und wir haben die Stufe abgeschlossen. Mit Level 14 für Evoli ist cool. Volltrefferquote plus 6.1 und ein 91er Angriffsstein und recht viele Bären. Die Bären sind cool. Und wir können ein Pokémon unlocken. Einmal zur Basis, bitte. Oh, guck mal, die spielen. Oh, wie süß. Oh mein Gott. It's so cute, I'm gonna die. So, ja, lock mal an. Hier, was kriegen wir? Oh, Pikachu. Ein Pikachu. Ah. Es ist ein bisschen eckig, würde ich sagen. Denke ich. Level 14 ist aber tatsächlich nicht schlecht. Weiß ich nicht, ob ich das nicht doch behalte einfach. Komm, hauen wir wieder zufällig rein, in der Hoffnung, dass wir irgendwelche neuen Rezepte kriegen. Was macht denn... Kann ich den Hyperball... Ach so, nein, ich wollte den Hyperball hier antippen, ob der irgendwas bringt, aber er scheint nichts Besonderes zu bringen. Kann ich da eigentlich irgendwas draufstellen? Ah, die Statue des Gedeihens habe ich noch gar nicht aufgestellt. Er ist jetzt natürlich... Gut, ich habe keine Pokémon unter Level 15, aber es ist halt trotzdem, ja, nicht so klug von mir. Muss ich gestehen, 2093 ist die Wertung von unserem Team. Das ist auch recht solide, würde ich behaupten. Genug Zeit für ein Level haben wir auch noch, würde ich sagen. Ich sag gerade sehr oft, würde ich sagen. So. Dann schnetzeln wir uns hier nochmal einmal durch den Zickzackfluss. Oh, jetzt sind die Quapsel. Süß. Ach, hier kann ich auch wieder auf automatisch stellen eigentlich. Und Tentacha. Die sehen gar nicht so abwegig aus, weil die ja von Natur aus ein bisschen eckiger sind. Kannst du bitte nicht? Warum kann dieses winzige Tentacha Relaxo so durch die Gegend hauen? Ich glaube, das sollte so eigentlich nicht sein. Aber na gut, nehme ich mal so hin. Nehme ich mal einfach so hin. Dann prügeln wir uns hier noch ein bisschen durch. Aber ich bin am Überlegen, ob ich nicht sag, so die Level zwischendurch mache ich auch einfach offscreen. Oder zumindest ein paar, weil ich meine, wir haben pro Level so das erste Mal, wenn ich in Level gehe, oh, ein Tentoxa, würde ich gern auf Video haben. Und natürlich den Boss würde ich gern auf Video haben. Aber wenn ich so zwischendurch Stufe 3 von 5 von einem Level mache oder so, ich weiß nicht, ob das
so dermaßen spannend ist, gerade wenn ich sowieso die ganze Zeit nur die Automatik anhab. Ich bin mir da eher so unsicher, eher unsicher. Ich meine, ich werde das jetzt mal machen, weil ich jetzt im Moment nicht viel Zeit habe, um groß was zwischen den Folgen zu arbeiten und zwischen den Folgen zu leveln und so. Spaß, wisst ihr, weil ich eben, wie gesagt, gerade das starke Pokémon hat um Hilfe gerufen. Oh no's! Es kommen ganz viele Mini-Tentachas. Vielleicht sollte ich tatsächlich hier auch mal auf manuell ausweichen. Weil ich ja gerade, wie gesagt, am Vorproduzieren für Rock im Park bin. Und ich fahre tatsächlich in weniger als 12 Stunden schon. Und ich muss die Videos noch rendern. Das heißt, ich bin tatsächlich ziemlich unter Zeitdruck. Oh, Eboli ist draufgegangen. RIP. Los, knuddel Tentoxa kaputt. Relaxo. Umarmung des Todes. Oh, Eboli ist auch gleich wieder da. Alles gut. Das ist cool gelöst mit dem Respawn. Und ich finde es auch echt gut, dass Nintendo jetzt so ein bisschen Fuß auf dem Mobile-Markt macht, weil ich... Klar, es ist kein Vollpreisspiel und so. Auch das Mario Kart wird kein Vollpreisspiel sein. Ne, aber es ist halt gute Werbung für die Reihe. Und ich finde, es ist auch tatsächlich ein sehr kluger Schachzug. Ich sollte vielleicht mit den nächsten Pokémon, die ich unlock, Relax so ein bisschen leveln. Das dürfte sich anbieten. Es ist gute Werbung. Dann würde ich aber sagen, das Level 3-3 im Zickzackfluss schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.